Martin Fuchs und Hanna Becker müssen jetzt mysteriöse Geschehnisse in einem Kino aufklären. Die Tür war offen und das ist uns nie umgezeigt. Sie müssen ganz schnell reingehen. Irgendwas stimmt da drin. Ich habe auch gehört, dass... Sind Sie schon drin gewesen? Nein, ich habe mich nicht getraut. Okay, dann bleiben Sie mal bitte hier vorne, ja? Ja. Guck mal hier links. Hier links ist noch eine Treppe nach unten. Hier geht's auch weiter. Hinterm Tresen ist safe. Da ist nichts. Okay. Ich glaube, von hier höre ich was. Sie mal bitte eben hier vorne, okay? Was haben die gesagt? Guten Tag. Hier unten ist auch noch. Moin, die Polizei ist da. Schönen guten Tag. Was wird denn das hier? Guten Tag. Hey, was soll das? Bleib stehen! Dankeschön. Hey! Mann, ey. So, mal die Beinchen auseinander. Arm auf den Rücken. Hast du gerade eine 8? Ja, warte kurz. Ja. Hast du? Was wird das hier? Ich mach nur eine Frühvorstellung. Eine was? Eine was? Eine Frühvorstellung. Eine Frühvorstellung. Okay, und warum rennen Sie weg? Gehört Ihnen das hier oder was? Ja, also meinem Vater gehört das Kino. Ja, aber warum haust du dann ab? Ja, ich hab da einen Schlüssel in der Tasche. Ja, aber da muss doch nicht wegrennen. Ja. Ey, ich hab mir den Hals brechen können, was soll die Scheiße? Sind Sie hier zuständig oder was? Ja. Dann machen Sie mal erstmal einen Film aus. Wo funktioniert das Ganze? Ich komm mit. Da vorne geht dann komm ich mit und wir machen das alles aus. Bleibst du hier stehen, ja, dass da keiner wegrennt? Während sich Martin Fuchs um den offenbar Verantwortlichen der Filmvorführung kümmert, beschwichtigt Hanna Becker die verärgerten Kinobesucher. Bleiben Sie bitte erstmal sitzen, wir klären das Ganze und kommen dann gleich nochmal auf Sie zu. Kommst du dann rum? Ja, ich komm rum. Okay, alles klar. So, und jetzt erzählen Sie mal, wie Sie auf die Idee kommen, jetzt morgens um 6 Uhr eine Frühvorstellung zu machen. Ja, mein Vater hat mich gebeten, eine Frühvorstellung zu machen, weil er sich heute etwas verspätet. Ja. Ich habe auch den Schlüssel in der Tasche. Okay. Und ich mache hier eigentlich... Das ist hier üblich, dass hier dann die Filmvorführung früh morgens stattfindet um 6 Uhr. Das ist nie so. Nee, ich wohne hier nebenan und zwar noch nie. Ja gut, ne? Also das wird sich erklären, wenn der Vater jetzt gleich kommt, denke ich mal. Das ist ja auch der Besitzer, das heißt, Sie haben ihn informiert. Genau. Dann müssen jetzt gleich... Komm, so, ist irgendwo ein Ausweis da drin? Ja, hier in der Tasche. So, wie sieht das aus? Machst du noch mal die Biege? Sicher. Ich hab's hier von Anfang an. Ich hab Ihnen doch eben gesagt, Sie sollen sitzen bleiben. Was ist denn jetzt los? So. Ja, sein kleiner Bruder ist verschwunden. Mein Bruder ist verschwunden. Sie waren mit dem hier im Kino, oder wie? Ja. Wie sieht er aus? Klein, blond. Blond, wie alt ist er? 5. Und heißt? Lukas Meyer. Lukas. Und wo haben Sie den hier zuletzt gesehen? Schon mal gerufen, gesucht? Also wir haben den Film geguckt, ja, und auf einmal war er dann verschwunden. Und der saß die ganze Zeit bei uns und dann war er weg. Ich hab dir gesagt, das ist eine scheiß Idee. Ja, tut mir leid. Das ist auf jeden Fall gar nicht witzig. Die Beamten befürchten, dass der Junge möglicherweise aus Angst vor dem nicht jugendfreien Film geflüchtet ist. Die fieberhafte Suche nach dem 5-Jährigen beginnt. Ich habe ihn gefunden! Wie auch immer du da reingekommen bist, da würde ich auch gerne sitzen. Und wie auch immer wir dich da wieder rauskriegen. Was denn im Ernst? Geil. Das darf doch nicht wahr sein. Geht's ihm gut? Bist du okay? Ist hier eine Schraube? Ist das an mir befestigt? Da haut sich hier noch Popcorn rein, da geh ich kaputt. So, kleiner Mann. So, dann komm mal raus. Das ist zwar schön und gemütlich. Komm her. Aber da hast du ja nichts drin zu suchen. Pass auf mit deinem Kopf. Pass auf mit Achtung. Deinem Kopf. Okay, alles klar. Guten Tag. Kannst du mir mal... Komm mal her. Ja, so, versuch wie bist du denn da reingekommen? Kannst du mir mal gerade sagen, wie du da reingekommen bist? Außer, dass du Hunger auf Popcorn hattest. Ich habe auch Hunger auf Popcorn. Hast du dir irgendwas getan? Hast du dir wehgetan? Nein. Nein? Bist nur satt jetzt, was? Hat dich da jemand reingehoben oder bist du dafür selbst reingekrabbelt? Selbst reingekrabbelt. Ja? Der von der Leitstelle informierte Betreiber des Kinos kommt hinzu. Noch gehen alle davon aus, dass es sich um den Vater des Filmvorführers handelt. Doch weit gefehlt. Sie heißen auch Köppen, richtig? Nein, ich heiße Schleicher. Ja, Jürgen Schleicher. Und ich bin der... Patrick, was machst du denn hier? Ja.
Das ist nicht Ihr Sohn? Nein, das ist nicht mein Sohn. So, dann Patrick! Kommen Sie noch mal her. Das denken Sie dran. Wenn du noch mal abhaust, Freund, dann komme ich hinterher und dann liegen wir richtig auf dem Boden. Ist das klar soweit? So, das ist meine Aushilfe. Ja, passen Sie auf, jetzt beruhigen Sie sich mal. Also, Folgendes. Wir sind hier hingerufen worden, weil es anscheinend einen Einbruch in Ihrem Kino gab. Wir haben uns die Räumlichkeiten angeguckt und haben gesehen, dass mehrere Leute sich in dem Kino eine Filmvorführung angesehen haben. Wie eine Filmvorführung? Wieso eine Filmvorführung? Ja, wir haben gemacht. Hören Sie mir doch mal zu. Dann brauchen Sie nicht das Echo spielen. Also, Filmvorführung innen drin. Sagte, er wäre Mitbesitzer, beziehungsweise sein Vater wäre der Besitzer. Das wären ja wohl Sie. Das hat er jetzt verneint. Er ist ja eine Aushilfskraft. Ja. Er kommt nachmittags und aber hilft er hat, noch. Aber er hat einen Schlüssel. Es gibt nur diesen einen Schlüssel. Und hier. Wie sind Sie dann hier reingekommen? So, und jetzt gucken Sie mal hier. Also haben Sie sich den Schlüssel nachmachen lassen. Ja. Hast du den Schlüssel nachgemacht? Hab ich doch gerade. Warum machst du den Schlüssel nach? Ja, was machst du hier? Was du soll der Scheiß? Kein, hey. Du zahlst mir keinen Anstieg. Sie beruhigen sich jetzt bitte mal. Ich kann verstehen, dass Sie aufgeregt sind. Aber aufgeregt? Ich stehe neben Ihnen und ich möchte keinen Tinnitus haben. Wir klären jetzt gerade die Sache auf. Sie haben danach auch die Möglichkeit, die entsprechenden Anträge zu stellen. Heißt also, du hast dir gedacht, du musst selber natürlich. Veranstaltungen... geben, um ich bekomme ja kaum Gehalt hier. Ich kann ja nicht mit 23 noch bei meinen Eltern wohnen. Ja gut, aber das berechtigt ja immer noch kriegst du auch mehr Geld. Aber das berechtigt ja immer noch. Ich mach doch schon alles. Was alles? Du machst fast gar nichts. Alles muss ich hier regeln. Und jetzt höre ich auch noch, dass du hier Vorstellungen gibst illegal. Weißt du eigentlich, wo du mich reinreizt, du Vollidiot? Richtig. Es kann jetzt durchaus vorkommen, dass Herr Schleicher auf dem zivilrechtlichen Wege Schadensersatzforderungen stellen wird, und zwar an seinen Mitarbeiter. Weil das hier eine ganze Menge Geld gekostet hat, so wie uns erzählt wurde, jeder Film gezählt wurde, die Sachen, die verzerrt wurden. Da wird wahrscheinlich noch einiges auf den jungen Mann zukommen. Gut. Bei Ihnen natürlich super, alles richtig gemacht. Ne? Vielen Dank für die Mitarbeit. Danke. Ich habe euch einen Schreck bekommen. Das kann ich mir vorstellen. Gut, dass Jürgen jetzt da ist. Das kann ich mir vorstellen. Mit den Geldern sieht das natürlich so aus, dass es richtig, zivilrechtlich genau. ist. Ne? Pass auf, Sie unterhalten sich jetzt in Ruhe. Ja? Mit Ihrem Mitarbeiter? Nee, nehmen Sie ihn einfach mit, der ist fristlos entlassen. Ja, ich will ihn auch gar nicht mehr sehen. Also zum Mitnehmen. Pass auf, zum Mitnehmen haben wir jetzt zu wenig Anhaltspunkte. Aber wenn Sie jetzt sagen, Sie möchten, dass er das Gebäude erstmal verlässt, dann ist er erstmal weg. Es ist jetzt nun mal so, war scheiße gebaut, braucht man gar nicht drüber sprechen. Jetzt ist erstmal der Platzverweis. Ob die Kündigung jetzt tatsächlich rechtswirksam ist, das muss man halt mal an anderer Stelle klären. Dafür sind wir nicht die richtigen Ansprechpartner, das geht ins Zivilrecht. Von daher, Platzverweis erstmal ausgesprochen. Er hat natürlich das Hausrecht, ne? Ja. Deswegen kann er dich herauswerfen, wie er möchte. Und in solchen Fällen ist das auch völlig berechtigt. Ja, okay. Und von daher, wieder gehen. Ja, fester Wohnsitz ist ja vorhanden. Hanna Becker und Martin Fuchs beraten sich kurz. Im Kinosaal warten schließlich noch ein paar Besucher, die für einen Film bezahlt haben, der gar nicht hätte laufen dürfen. Also, es sieht wie folgt aus. Natürlich haben Sie in dem Glauben gehandelt, dass diese Vorführung hier zu Recht passiert. Das heißt, dass Sie eben halt hier rechtens im Kino sind und den Film angucken können. Sie haben Karten bekommen, Sie haben dafür bezahlt. Insoweit ist alles in Ordnung. Das Problem an dieser Hausnummer ist einfach, dass der ganze Kappes, wie der sich jetzt hier abgespielt hat, gar nicht so abspielen durfte. Nämlich, es wurde zu Unrecht hier das Kino aufgeschlossen, der Film wurde zu Unrecht abgespielt und das Geld sind Sie jetzt fürs Erste erstmal los. Aber, und jetzt das Ganze kommt das war große natürlich Aber. Unberechtigt und ne? Sie haben ja nicht falsch gehandelt, Sie können richtig. Nichts dafür. Sie richtig, nichts dafür. Aber das Ganze ist von Ihrer Seite aus keine Anzeige, das heißt, wir sind nicht zuständig. Heißt, Sie müssen sich ans Zivilgericht wenden und das Ganze zivilrechtlich einklagen. Also wir haben schon den Hausfriedensbruch, der hier als Straftatbestand gezählt werden kann. Die anderen Sachen sind alles zivilrechtliche Sachen und von daher auch nicht mehr die Sache der Polizei. Von daher ist das kein Straftatbestand mehr. Gut, na gut, okay, dann für uns erledigt. Zum Glück müssen wir nicht. Glaubst du da? Hat der mit dem Popo drauf gesessen, Mann? Perfekt, das macht mir nichts bei kleinen Kindern.